Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 18. Folge vom Let's Play Train Fever. Ja, ich bin gerade am Überlegen, was wir in dieser Folge machen könnten. Ich würde sagen, wir könnten hier einmal die Städte angucken. Oh, da sehe ich gerade. Hier wurde ein bisschen erweitert. Sehr schön. Wir könnten aber auch... neue Stadt vielleicht oder beziehungsweise neue Städte anschließen. Aber ich würde gerne noch mehr Städte mit Gütern anschließen. Das wäre erstmal die wir haben, dass die erstmal ein bisschen weiter wachsen. Stimmt ja, das habe ich ja hier. Dann haben wir dann 9 Einheiten Öl. Ich kann 30 nehmen. Produktion 52. Potenzial 57. Okay. Oh. Hier sehe ich gerade. Oder schon auch schon weiterbauen. Auch nicht schlecht. Könnte man fast überlegen, ob wir da nicht sofort eine Buslinie hinbauen. Machen wir das doch gleich sofort. Und dann vielleicht hier eventuell, jawohl, eine S-Bahn-Station wird sich da vielleicht nicht lohnen. Da müssen wir mal gucken. Ah, da wird sich auch noch eine kleine Station. Da machen wir wohl. Mach die mal. Von der RVM machen. Die noch, ja, das macht da. Ja, und dann ist die Frage, geht er denn so rum? Aha, interessante Streckenführung. Was man da gedacht hab. Ja gut, man weiß ja jetzt nicht mehr wie vorher. Aber ich glaube, hier war früher gar nichts. Das wird auch so alles nachträglich oder zusätzlich gebaut. Aber ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Ja, jetzt fällt sie wieder da. Gut. Sei es drum. Ja, dann lasse ich den Bus hier lang fahren. Dann hier noch. Da ist da die Endstation. Hier ist auch schon ein bisschen weiter gebaut. Darum, ja, dann da, da sind jetzt auch die Passagiere weg, sei es drum, und hier ist dann die Endstation. Dann machen wir da eine neue Linie, dann mache ich wieder auf Pause, bitte schön da starten, dann, wie gesagt, hier rum. Und dann da ins neue Gebiet rein. Ich hoffe, dass ich dann ziemlich bald neue Häuser entwickeln. 4 Höfe. Oh, interessante Haltestellenname. Okay, das wäre dann
Dortmund. Dortmund C1. Da haben wir vorher auch nur Trams drauf gemacht. Dortmund C1. Okay. Dementsprechend. Obwohl, da mache ich es jetzt hier rüber. Oh, MAN 202. Ja, eigentlich auch nur für Fernverkehr. Interessant. Wir bleiben, glaube ich, erstmal bei dem MAN. Standardgröße auf hier wieder. Auf Dortmund C1. Okay. So. Dann haben wir das auch. Aber Duisburg könnten wir noch. Duisburg könnten wir anschließen. Und ich würde fast sagen, boah, das sieht aber auch abenteuerlich aus. Wir machen eine Schnellbuslinie rüber von Duisburg nach Dortmund erstmal. Ich würde sagen, wo ist das Stadtzentrum? Er muss ja hier, muss ja die Haltestelle. Da sind die Haltestellen, ja, hätte ich auch hier machen können. Da, okay. Ja, dann würde ich sagen, das reicht, wenn er hier einmal die Runde macht. Vielleicht hier noch zusätzlich hält. Dann machen wir da noch ein. Dann mache ich mal wieder Pause. Dann mache ich hier noch eine Haltestelle hin. In der Hoffnung, dass sich da auch irgendwann mal was entwickelt. Ein bisschen da, wo die Kreuzungen sind, in der Nähe. Okay. Dann würde ich sagen, dann hält der Schnellbus hier nochmal. Jetzt wäre natürlich besser, wenn wir hier eine Verbindung hätten. Aber ich glaube, das wird bestimmt teuer. Ja. Obwohl das geht. Das geht noch. Ja, wir warten, bis die Tram da vorbei ist. Okay, jetzt können wir es machen. Und jetzt können wir da eine Verbindung hinsetzen. Wunderbar. Fährt der Schnellbus hier eine Runde. Dann können wir da auch schon mal. Ah, dann sind aber da aber wieder die ganzen. Oh, ich sehe gerade, den haben wir sowieso nicht. Sowieso nicht. Kombiniert die Haltestelle. Ich würde sagen, dann lassen wir das auch erstmal. Hier wartet sogar schon eine Person. Das überrascht mich jetzt auch. Dass es so schnell ist. Gut. Hier auch, da auch, da auch. Sie relativ gut. 44 Sekunden, deswegen bestimmt. Ja, das wird sich sowieso einpendeln. Wohl auch in 3- und 4-Minuten-Takt. Und dann werden wohl nicht mehr so viele warten. Ah, da ist er jetzt. Das ist natürlich 1 Million. Ach. Ich glaube, wenn ich hier die Straße gebaut hätte, dann hätte da deutlich mehr hingesetzt. Auf jeden Fall Häuser hingebaut. Passen da Häuser hin? Das ist schwer zu sagen. Gehen wir noch mal ein bisschen rüber. Und dann schließen wir das so an. In der Hoffnung, dass er von alleine die Verbindung macht. Weil dann muss ich ja nichts bezahlen. Und in der Hoffnung, dass er so schon jetzt Häuser gleich reinsetzt.
Da kann man dann aber so noch was hinmachen. Okay. Okay, dann unsere erste richtige Schnellbuslinie, die zwei Städte verbindet. Dann starten wir bitte nur an der Haltestelle. Dann da lang. Hier rüber. Da. Dann, na, an der. Ja gut, hier werden es doch ein paar mehr. Paar mehr Stationen. Dann da und dann bitte zurück. Ich lasse mich mal überraschen. Okay, das war schon. Man kann ja später noch mal überlegen, ob wir die dann auch noch weiter in die Innenstadt mit reinführen. Das wäre dann Dortmund, Duisburg, SB1. Okay. Dann lassen wir die Busse von da auch starten. Ich würde sagen, da nehmen wir auch passend den. Weil die anderen sind auch gar nicht so schnell. Na. Machen dann auch 4 Stück. Ach komm, machen wir 6 Stück. 20 Passagiere, ist die Frage. Waren das 6? 3, 6, ja. Entweder das geht gut oder nicht. Okay. Dann muss ich mal ein bisschen flotter laufen lassen. Gut, das ist jetzt natürlich nachteilig wegen den LKWs. Die werden blockiert. Ach, das ist nicht genügend Platz. Da kann es aber machen. So. Jetzt weiß ich, verstehe zwar nicht, wieso der LKW jetzt die Busspur nimmt. Naja. Hier geht's nicht. Schade. Genau das hatte ich auch erhofft. Da hat er schon von alleine die Verbindung gemacht. Sogar passend zur Kreuzung hin. Hat nicht hier noch eine neue Kreuzung gemacht. Und dann auch sofort neue Häuser hingesetzt. Es ist zwar hier unwahrscheinlich, dass er hier jetzt was hinbaut. Aber wir gucken mal. Bis jetzt will noch keiner mit dem Schnellbus fahren. Hier. Da sind schon 19 Passagiere. Sehr schön. Da warten auch schon welche. 29. Ich glaube, das ist der. Da können wir mal ein bisschen mitfahren. Ah, ein Bus. Ah. Ich habe mich schon gewundert, wieso warten da keine Leute? Okay. Ich würde mal sagen, die restlichen Minuten fahren wir einfach jetzt mit dem neuen Schnellbus mit. Also gut angenommen scheint er wirklich zu werden. So ist richtig, ja. Gut angenommen zu werden, ja. 3, 6, 80 Sekunden Takt knapp. Wenn sich das einpendelt. Oh, jetzt geht's hier in den abenteuerlichen Tunnel rein. Ja, das ist auch schade, dass man nicht durch den Tunnel mitfahren kann dann. Wenn man das schon mal so eingestellt hat, aber
Ich glaube mit der Zeit, also mit 20 Minuten, da haben wir glaube ich jetzt noch dreieinhalb ungefähr. Das passt dann wohl. Aber da werde ich eben noch mal schnell. Ach nein, da macht er ja wieder. Einmal schnell noch was anderes machen. Hier einmal. Da einmal. Mit einem kleinen Anreiz hat. Oh, da wollte ich aber nicht hin. Da ist der Bus. Das müsste jetzt eigentlich passen. Dann mache ich hier eine Verbindung noch hin. Und dahin. Okay. Schnell zu unserem Bus. Na. Da haben wir ihn. Ich bin zwar skeptisch, dass sich hier irgendwas ansiedelt, aber wir schauen mal. Und der Takt. Wenn überhaupt, ist es dann, dass sich das nach und nach der Straße richtet, dass immer links und rechts immer ein paar Häuser entstehen und dann bis wir hier in die Ecke kommen, das dauert wohl noch ein bisschen. Am Forellenhof, okay. Fehlt nur ein Häuschen. Oder in Anführungsstrichen ein Hof. Dann wird es ja passen mit dem Haltestellennamen. Theodor Neubauer Straße. Okay. Boah, der beschleunigt aber ganz langsam, ey. Hei, ich weiß gar nicht, ob das wirklich bei den Alten so war. Oh, mir kommt das doch ein bisschen träge vor. Was will man erwarten, ne? 82er Produktion. Oder Herstellungsjahr. Was hat das? Der Bahnübergang. Da wurde schon. Ah! Sagen wir natürlich. Oh, das geht aber flott. Da kommt doch schon der Güterzug. Das passt ja dann. Überlegen, aber die Strecke, die hat er auch von sich aus schon auf das Straße, genau, nein, auf die Straße gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Ah, guck einer an. Die steigen dann sogar in den C1 um in Dortmund, da an der Haltestelle. Also sie wollen dann in die Stadt weiter rein. Einen Schnellbus habe ich ja jetzt nur bis zum direkten Hauptbahnhof geschickt, beziehungsweise schicken lassen. So. Ja, heute ist wieder Sprachprobleme Deluxe. Ha, jetzt haben sie die Trams auch. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich die Trams jetzt auch andersrum leiden lasse, ne, dann wäre ich so umgefahren, im Bogen gemacht. Aber so sind sie schneller da. Maikamp. Maikamp. Maikamp, okay. Ja, stimmt, die haben wir ja nicht. Dann muss ich hier mal eben schnell umändern. Das schaffe ich noch in der Zeit. Dortmund Hauptbahnhof. Bussteig. A. B. So.
2 ist besser, oder? A und B. 1 und 2. Ah, immer 1 und 2. Okay. Ja. Dann ist die Folge schon wieder rum. Viel haben wir ja nicht geschafft. Aber, ich sehe gerade, hier sind auch viele. Ich habe wieder viel zu viel ablenken hier. Dann würde ich sagen, bis demnächst, bis zur nächsten Folge und bis dahin, ciao.